Hallihallo, hier ist wieder euer Tommy und wir spielen mal wieder ein bisschen Star Wars Battlefront 2. Diesmal hier das neue DLC. Crate spielen wir. Ich habe irgendwie Glück gehabt und direkt kam diese neue Map. Bin ja mal gespannt, was hier so abgeht. Wir spielen mit dem Widerstand. Wir spielen Starkiller. Was sage ich denn da? Starkiller-Angriff. So ein Quatsch. Wir spielen natürlich galaktischer Angriff. Meine Güte. Und, wir spielen mit dem Widerstand. Das heißt, wir versuchen natürlich, uns Finn zu erspielen. Leider hat die Runde schon begonnen. Deswegen sehe ich da nicht viele Chancen für uns, das hinzukriegen. Egal, wir gucken uns auf jeden Fall die neue Map an und gucken mal, ob wir vielleicht irgendeinen Helden uns erspielen können. Auch wenn es vielleicht nicht Finn ist. Auf dem Blatt Papier, wenn man das so anschaut und wenn man das so sagen kann. Also rein auf dem, was ich so jetzt mir so angeschaut habe, von dem, was ich mir durchgelesen habe, fand ich, Finn hat auch nicht so die geilsten Fähigkeiten. Aber trotzdem kann man ja gespannt sein. Die Dinger sehen geil aus. Wir versuchen uns auf jeden Fall unsere Punkte hier zu erspielen. Wir haben jetzt den Zweifer-Multiplikator, was schon mal eine ganze Menge wert ist. Deswegen ballern wir auch auf das Ding drauf. Denn es bringt gut Punkte. Das bringt gut Punkte. Sagen wir es so, wie es ist. Für die Frage, ob der hier auf mich drauf treten kann. Oh oh. Weiß ich nicht, wie nah der war. Oh, der ist sehr nah. Aber den haben wir. Oh, ich kann es nochmal machen? Komm, 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 komm. Das wäre der Punkteregen des Jahrtausends hier für mich. Daran sterbe ich jetzt. Super. Ich wurde zertrampelt. Awesome. Cool. Da haben wir es auch schon gesehen unten. Oh, ich bin jetzt auf ersten Platz. Das ist ja super gelaufen. Eventuell wird es doch was mit Finn. Und ich sterbe, weil ich zertrampelt werde. Ich komme nicht drauf klar. Aber geil, dass ich da so ein Glück hatte. Mit diesen Raketendingern. Ich weiß, wir sollen uns zurückziehen, aber ich will halt die Punkte auch noch. Ein paar Punktchen kann man nochmal mitnehmen, denke ich hier. Wir haben auch noch ewig Zeit. Und guck mal, wir müssen auch nur bis hier laufen. Dann haben wir es geschafft. Und hier nochmal auf die Oberfläche. Aber ich sehe gerade gar keinen. Da hinten ist einer. Aber der ist echt weit weg. Das ist jetzt mehr Glück, als ich den... Oh, verdammt. Na gut, ich werde drauf gehen. Ich versuche, den da mitzureißen. Habe ich auch geschafft. Hat gut geklappt. Hat gut geklappt. 800 Punkte. Und wir haben Finn im Sack. Wir haben ihn. Liebe Leute, wir haben ihn. Wir haben keine Karte, haben es gesehen. Jetzt werde ich gleich erstmal die Fähigkeiten zeigen und euch sagen, warum ich denn Finn für nicht die große Nummer halte. Wortwitz? Ja, Wortwitz, tatsächlich. Denn die mittlere Fähigkeit heißt große Nummer. Ich fand es so lustig, als ich das gelesen habe. Ich bin eine große Nummer im Widerstand. Das ist sogar ein Emote von ihm. Also ich finde, die haben das echt mit Humor umgesetzt hier. Ich würde ganz gerne mich mal jetzt irgendwo hinstellen, wo wahrscheinlich nicht viele Gegner sind. Der kippt da tot um. Ich habe jetzt echt Angst, dass ich hier gleich irgendwo von hinten weggehauen werde. Naja gut, wir gucken uns erstmal die Fähigkeiten an. Zielwasser. Visiert einen Gegner an und trifft dann jeden Schuss. Große Nummer ist, dass ich meine Verbündeten in der Nähe zusätzliche Energie, Schadensreduktion und so weiter alles gebe. Ich habe echt Angst, dass hier einer ist, Mann. Und Undercover-Team, das hört sich ganz interessant an, ist sowas wie der Specialist. Bloß, dass es fürs ganze Team eingesetzt wird. Und ich habe sonst absolut noch nichts mit ihm gemacht. Ich finde bloß schade an ihm, er ist wirklich jemand, der total nur die Leute boostet und relativ wenig selbst an Schadensfähigkeiten hat. Also ich hab's lieber irgendwie, wenn man, sagen wir es wie es ist, ne? Ich hab's lieber, wenn man sich selbst den Schaden erhöht oder wenn man selbst irgendwie krass wird, als dass ich jetzt sage, wow, ich muss unbedingt meine Teammates boosten. Aber er hat eine Waffe, die hat einen verdammt geilen Zoom. Nicht draufgehen. Ich werde jetzt verdammt defensiv spielen. Das ist meine absolut erste Runde hier. Ich habe jetzt keine Lust, gleich hier durch so ein AT-ST oder Fliegerbeschuss oder irgendwas anderes Doofes zu sterben. Da lasse ich die auch gerne mal durchlaufen, bis die in der nächsten Phase sind. Aber ich muss jetzt hier mal gerade gucken, wo kann man sich denn hier weiter zurückziehen. Ich setze jetzt einfach mal die Fähigkeiten so ein. Wie sieht das aus? Da trifft man... Also, dass der da jeden Schuss treffen soll, habe ich jetzt gerade nicht gesehen. Oder muss ich da wirklich im roten Kreis sein? Das kann natürlich sein. Aber wird mir weiterhin angezeigt. Das ist interessant. Das ist äußerst interessant. Aber wir können ja natürlich auch mal hier die Leute boosten. Yay! Also halt irgendwo so die Fähigkeiten von einem... Ah, oh, der macht auch nicht viel Schaden, oder? Habe ich nicht gut getroffen? Von einem Offizier und von einem Specialist zusammen, ne? Diese mittlere Fähigkeit erinnert sehr stark an die vom Offizier. Die andere wiederum. Muss ich da gleich laufen, oder was ist hier los? Wenn ich da gleich laufen muss, bin ich tot. Ich glaube, ich muss da laufen. Verdammte Scheiße, was ist denn das? Ich glaube, ich muss da überirdisch laufen. Was hat sich das denn ausgedacht, liebe Leute? Da ist der nächste. Aber warum kann ich da nicht sprinten? Oh mein Gott, Finn, mach irgendwas. Oh nein, ich dachte, hier wäre der nächste Höhleneingang. Das ist falsch.
Ah, ich dachte, er wäre tot. Ich dachte, er wäre tot. Laufen. Hier ganz kurz abwarten. Ich kann mich vielleicht regenerieren. Ah, dieser Zoom ist ein bisschen zu intensiv, finde ich. Hier da hinten sind auf jeden Fall Freunde. Ich laufe jetzt hier einfach mal ganz außen rum. Total offen. Ich habe Angst. Ich will Finn ja nicht direkt verlieren, Mann. Da vorne ist der nächste Graben. Ich denke mal, das ist unsere Basis. Wir spielen ja hier auf Crate. Ach, komm. Wir spielen ja hier auf Crate. Ja. Okay, kann man runter. Regenerieren erstmal. Ich hoffe, ich komme noch auf die 600 voll, aber ich glaube nicht ganz, ne? Na gut, die 6 Leben, die kann ich verkraften. Jetzt hat der eine Flieger hat mich jetzt hier entdeckt gehabt. Ich wette, der kreist jetzt hier immer um mich rum. Versucht mich zu finden, aber... Ja, also man merkt schon, der ist für die Map hier konzipiert mit seiner Waffe. Die fliegen nur so ein bisschen verzögert, finde ich. Ich meine, wenn ich jetzt hier so hinschieße, ihr seht's, es dauert ganz schön lange, bis diese Kugeln ankommen, ne? Gar nicht so leicht, damit zu treffen. Und ich würde ganz gerne immer noch zu meinen Teammates. Ich bin hier immer noch ziemlich vorne. Oh mein Gott, da springt schon einer in den Graben rein. Und da ist ein AT-ST. Ah, sehr gut. Puh, wie gesagt, ich kenne mich hier absolut nicht aus. Die dritte Fähigkeit setzen wir jetzt auch einfach mal ein. Ich will mal gucken, wie es dann aussieht. Okay, er hat da eine Pistole in der Hand. Wir sollen jetzt auf dem Radar verschwunden sein für die Gegner und so weiter. Aber wie genau sich das zeigt, ist mir nicht bewusst. Wir müssen das Ding da weghaben, sonst kann ich hier nicht rauslaufen. Das Ding schieße ich dann mit ordentlich drauf. Ich werde jetzt immer weiter nach hinten fallen, weil ich habe echt absolut keine Intention hier. Oh, das gibt uns sogar auch selber Leben. Guckt mal einer an. Ich habe echt keine Intention, jetzt hier drauf zu gehen mit Finn. Ich weiß, es ist ein bisschen eklig, aber ey, ist die erste Runde mit Finn. Ich denke, jeder will Finn haben. Die geiern alle auf Finn, die ganzen Leute. Die sind richtig neidisch auf mich. Aber ich habe ihn. Ich hätte lieber Captain Phasma gehabt, denn auf dem reinen Blatt Papier, wie schon gesagt am Anfang, gefällt mir Phasma richtig gut. Ich glaube, Phasma wird echt einer meiner Lieblingskelden. So wie das aussieht. Ich fand, die hat so geile Fähigkeiten, fand ich. Ach, ich freue mich richtig auf Phasma, wenn ich die mal spielen kann. Vielleicht werde ich dann enttäuscht werden. Bei Finn habe ich nicht viel erwartet. Bin dann jetzt doch relativ überrascht, dass er doch ganz cool geworden ist. Wir schießen mal aufs Bein hier. Oh, da sniped einer auf uns. So schaut das aus. Aber wo? Ist hier sehr interessant gestaltet, die Crate Map. Zurückziehen, ja. Das Tor ist offen. Rein da! Crate Map, denn wir sind hier immer in unterirdischen Gängen und müssen uns irgendwie so von Deckung zu Deckung arbeiten. Aber schwierig ist es auf jeden Fall, besonders die Übersicht zu behalten. So, so sieht unsere Basis hier aus. Vielleicht ja ein kleiner Vorgeschmack auf Episode 8, wer weiß. Wir bauen hier anscheinend das Erz auch ab, diese Kristalle. Wird jetzt genau zu. Truppen der ersten Ordnung versuchen, unsere Shuttles zu sabotieren. Okay, die müssen jetzt hier sabotieren. Aber ich suche hier eigentlich gerade irgendwie so einen Ort, wo man so ein bisschen Deckung hätte. Den finde ich nur noch nicht. Ah. Irgendwo so ein Lichtschwert mal rumschlagen. Vielleicht sollte man nur mal ein paar Fähigkeiten einsetzen. Ich setze bis jetzt relativ wenig Fähigkeiten ein. Na, das hat nicht gezählt. Ah, damit schießt er auch genau. Das ist ein Sprungtrooper. Ah, der wurde in der Luft geholt. Ich meine, da muss ich jetzt irgendwie total vorziehen, was total ungewohnt ist bei dem Spiel. Das ist man überhaupt nicht gewohnt, dass man so arg vorziehen muss. Ich kann auch in der Map liegen, weil es gibt ja auch keine Map, die sonst so offen ist wie diese hier. Das fass mal! Da läuft sie, mein Pendant. Aber irgendwas hat mich gerade ganz, ganz böse erwischt. So, liebe Leute, ich heile mich lieber nochmal. Während er das macht, kann er irgendwie nicht sprinten. Das stört mich. Stört mich sehr. Guck dir den da an, den kleinen Schlawiner. Aber wenn er sich so bewegt, ich kann ihn nicht treffen. Ich kann den nicht so treffen. Da macht schon wieder einer Auge auf mich hier. Der läuft bestimmt außen rum hier. Och. Finn! Woran hängst du gerade fest, Kollege? Kann ich da gar nicht hin? Das sieht auf der Map aber so aus, als könnte ich da hin. Der Minimap, aber gut. Ah, Finn hat Angst. Das sind auch diese Wölfe hier. Die man auch aus dem Trailer kennt. Cool. Oder Fuchs. Fuchsgestalten. Die Fuchsgestalten. Oh nein, ey, Leute. Finn macht wieder das, was er am besten kann. Oder ich mach das, was ich am besten kann. Ich hau ab hier. Bitte lass hier irgendwo im Gang sein. Der kann doch jetzt nicht auf mich campen hier drin, oder? Doch, kann er. Scheiße. Ach du Scheiße.
ich laufe. Ich hoffe mal, wir haben hier nochmal einen Zurückziehpunkt. Ja. Stehe als Held an vorderster Front. Hahaha. Ha, ha. Na gut, komm. Oh, Kylo. Kann Fähigkeit einsetzen und... Ah, der braucht aber auch einen Moment. Aber hier sehen wir es jetzt mit dem Anvisieren. Da soll jeder Schuss allgemein treffen, dass da wirklich alles trifft. Das ist auch wieder meine heißgeliebte Phasma. Ah, jetzt werden wir aber beschossen ohne Ende hier. Heil dich! Sehr gut, ich roll mich auch nochmal ein bisschen durch die Gegend hier. Vielleicht kann man... Oh, was? Achso. Dachte schon. Alter, hat man aber wenig Zeit. Oh, ich kann nicht sprinten. Das ist ein Witz jetzt, oder? Oh, mein Gott! Warum hatte ich denn da nur 10 Sekunden? Alter Schwede. Ich dachte schon, ich gehe jetzt drauf hier. Spannender kann ich es nicht machen. Nicht mal durch Gegner besiegt werden, sondern durch sowas, ey. So, da haben wir auch meine gute Freundin Rey. Cool, also mir gefällt es bis jetzt. Sieht optisch hier auch richtig geil aus. Kann man hier eigentlich irgendwas näher anschauen? Nee. Aber hier oben ist eigentlich gar nicht so schlecht. Da werden sie rauskommen vielleicht, oder hier. Bleibt mal bei meinen Buddies. Mein Buddy ist von dem Widerstand. Da ist auch schon der erste, Leute. Aber dieser Zoom ist mir einfach zu stark. Kann man da eigentlich auch... Kann man da auch irgendwie rauszoomen? Weil der hat auch oben... In der Mitte hat er so eine Anzeige. Als wenn er auf... als wenn er auf Ding schießen könnte. Also mit den... Mit dem... als wenn er mit der Waffe auch auf Fahrzeuge schießen könnte und das aufladen könnte oder so. Ja, na gut, hat sich... Hat sich jetzt nicht gelohnt, aber war auch nicht allzu schlimm. Jawohl. Sehr gut. 23, ne, 22er Killstreak habe ich schon. Und ich spiele wie ein feiger Hund. Kann man nicht anders sagen. Jetzt gehen wir mal gleich hier Rogue. Kann man nämlich auch noch einsetzen. Die kommen bestimmt gleich. Und jetzt schnell raus und... Ja, ich treffe nicht. Ich treffe nicht. Na gut, jetzt haben wir ihn getroffen. Also ich glaube, einen schlechten Finn spiele ich gar nicht. Ich spiele zwar total feige und spiele nicht wirklich das Objective. Obwohl jetzt gerade natürlich schon, weil ich einfach alles zerberste hier. Wie ein krasser Typ. Ich glaube, wir haben sie fast geschafft. Ah, ich sehe halt keinen. Vielleicht gehen wir nochmal hier hin. Hier war es ja gar nicht so schlecht. Doch, Schnellfeuermodus an und bam. Weg mit euch, ihr Maden. Na, okay. Einen kurzen Blick konnten wir uns leisten, aber hier ist auch schon wieder ein Held neben mir. Da gucken wir auch mal ganz kurz hin. Oh, da kassieren wir aber direkt. Ja, okay. Dieser Gang zeigt mir ganz deutlich, ich soll da nicht hingehen. Boah, und Finn, ey, ich habe wirklich echt ein Problem mit dem, dass er nicht sprinten kann. Hilft mir ein Wookie. Coole Sache, danke Wookie. Ich habe echt ein Problem mit dem, dass der nicht sprinten kann in manchen Momenten. Immer wenn er seine Fähigkeiten einsetzt hier, dann muss er erstmal so ein bisschen abjubeln hier bei seiner einen Fähigkeit. Da sieht das ja immer hier, das hier so, yay! Und danach will er einfach nicht lossprinten. Ich kann im Moment nicht sprinten, ich kann nur so rum durch die Gegend springen. Also für alle Leute, die den spielen, passt auf, wann ihr das einsetzt. Habt da richtig tolle Angst irgendwie, dass ihr irgendwie nicht zu sehr in den Gegnern in dem Moment steht. Es bringt euch zwar Leben, aber wenn ihr dadurch langsamer werdet, ist es auch nicht so geil. Da kommt ein Boba. Nee, das ist kein Boba. Da habe ich aber echt daneben geaimt und habe den getroffen, komischerweise. Da ist Kylo, durch die Wand sieht man den. Läuft bei mir auf jeden Fall. So, jetzt gehen wir wieder in den Rogue-Modus. Sollen wir es versuchen? Sollen wir es versuchen? Feigling! Na gut, der Rogue-Modus gefällt mir ehrlich gesagt nicht so gut. Aber diese Heilung gefällt mir ganz gut, die der hat. Okay, hier oben sterben einige. Das ist Gegner, ja. Wir heilen uns nochmal hier. Wir heilen auch unsere Freunde alle. Den Wookie haben wir auch geheilt. Der Wookie ist sowieso hier mein Best Buddy. Immer hier mit mir unterwegs. Immer hier mit mir am Start. Und es scheint ganz gut zu laufen, würde ich sagen. 39 Kills noch. Wir setzen mal wieder die andere Fähigkeit ein hier. Mit dem, dass wir auf jeden Fall treffen. Verdammter Mist, wodurch kriege ich so viel Damage. Verdammt. Habe ich irgendwie richtig viel Schaden gekriegt. Ich habe nicht genau gemerkt, warum. Ne. Sie würden mich gern ausschalten. 29. 30er Killstreak schaffen wir ja wohl. Verdammt! Lauf hin! Lauf! Das Gebiet ist gefallen. Yoda kommt.
Yoda muss das regeln. Ich ziehe mich mal ins nächste Tor zurück, weil ich habe so den Eindruck, dass das Gebiet ist gefallen hier. Da ist Yoda. Oder war das Luke? Ich habe es jetzt gerade nächste. Oder Luke, okay. Ich finde, er macht auch nicht so viel Schaden, ne, mit seiner Waffe. Natürlich auf Distanz trotzdem allzu schlecht nicht. 15 Kills noch, die müssen auch hier hinten hin, also ich stehe hier gar nicht so bescheuert. Oh, ich höre hier dieses Ding anwerfen, Mann. Ich höre den hier sein Geschützding anwerfen und dann denke ich mir, das ist schon mein Teil. Hier kommen sie wieder. War das Aiden? Es könnte sein, dass es jetzt Aiden war und dann habe ich Pech gehabt. Ne, es ist Vader, der da steht. Ne, Kylo. Weg mit dir, 32er Streak. Boah, guck mal, wie viel Leben ich habe. Oh. Wookie, mach was, rette mich. Oh mein Gott, Wookie, rette mich noch mehr. Da ist Vader. Ah, da haben wir es geschafft. Wir haben es geschafft, Meister Yoda. Wir konnten verteidigen. 32er Killstreak, 33er Killstreak. Keine Ahnung, war eine super Runde. Aber wenn ich super feil gespielt habe und die Tür geht zu, ein dramatischeres Ende könnte ich mir nicht vorstellen. Sie sind eingesperrt oder ausgesperrt. Wer weiß, zumindest flieht die Resistance von Krayt. Und wir haben geschafft. Wir haben es geschafft. Hier, da bin ich nur. Ärgerlich, aber nicht schlimm. Ärgerlich, aber nicht schlimm. Nee. Ich hatte auf jeden Fall echt gute Stats, glaube ich. Guck mal gleich nach, was ich so hatte. Wir sehen was nochmal. 35 Kills war die längste Killstreak. Das war's wohl. 43 Eliminierungen, 2 Verluste, nur einmal zertrampelt worden. Vom Dings. So tapfer. Ach, wir haben jetzt natürlich auch neue Fähigkeiten. Die ganz große Nummer. Ich liebe dieses. Lieb diesen Namen. So, meiste Kills haben wir sogar im Spiel. 43. Super. Das war eine coole Runde. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Da zeige ich wahrscheinlich Captain Phasma. Bis dahin und tschüss.